Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Part hier bei Epic Chef. Ich habe die Futtersachen schon mal hergestellt für die Spinnen. Das Blöde ist nur, die brauchen Reis und Panguneier, also jeweils zwei davon. Und für so einen Spinnenopfersatz brauchen wir dann auch noch zwei von den Spinnenfuttern. Also ich habe dann im Grunde nur eins, wenn ich jetzt zwei Stück mir herstelle. Und wir brauchen auch noch drei Geistoffeln. Echt heftig. Ich würde aber auch sagen, wir stellen wirklich zwei Opfersätze gleich her, dass wir die haben. Ich hoffe zumindest, dass ich... Okay, vergiss es, wir machen einen Opfersatz. Ich brauche die Geistoffeln auch noch fürs Kochen. So, von daher machen wir einen Opfersatz. Und dann müssen wir natürlich ein bisschen umbauen, weil irgendwo muss ich die Spinnen ja auch unterbekommen. Und ich hoffe, ich habe genug von dem... Nein, habe ich natürlich nicht. Aber ich habe zum Glück noch hier einiges. Also das heißt, ich kann ein bisschen Holz noch zerhäckseln. Ja, komm, machen wir 12 Stück. Hups. Weil die werden wir wahrscheinlich brauchen. Jawohl. Ich weiß nicht, ob ich die brauche. Kannst du jetzt mal die Säge aktivieren? Jetzt halt. Jetzt muss ich noch mal ganz kurz gucken. Wir brauchen ja immer drei Stück für ein Holz. So, schauen wir mal. Bauen. Der Zaun. Oh nein, ich brauche da Holz dafür. Oh, bin ich doof. Oh, ich war jetzt so irgendwie in Gedanken, dass ich die Planken brauche. Na gut. Dann fällen wir halt mal schnell Bäume. Ist ja egal. Da stehen ja genug rum. Also von daher. Und den Rest tun wir dann halt wieder in die Kiste rein. Dann habe ich beides wieder ein bisschen aufgefüllt. Ist ja auch okay. War es nicht ganz umsonst. So, und zwar habe ich mir gedacht, ich werde für die Spinnen würde ich machen neben den Pangunen. Pangun? Das ist so komisch auszusprechen. Daneben machen wir das. Da werde ich ein bisschen ummodeln, das Ganze. Ich habe mir nämlich schon Gedanken gemacht darüber. Ich möchte ja immer nicht, wenn ich da dran vorbeigehe, dass das Tor aufgeht. So, von daher kommt jetzt erst einmal dieses Ding hier weg. Zack. Dafür kommt ein Zaun hin. Halt, du musst raus da, bitte. Danke. So, dafür kommt ein Zaun her. Und wir machen die Pankun. Mache ich nämlich da jetzt eins hin. Und ein Tor hier hin. So. Dann kommt ein Tor an die Stelle hier. Ich möchte es bloß bitte umgedreht, genau, so rum. Und dann kommt noch ein... Jawohl, da habe ich noch. Und dann kommt noch ein Teil hier hin. So, jetzt muss das da weg. Dann haben wir nämlich hier einen Eingang. Und dann geht es hier rechts zu den Pangunen und links geht es zu den Spinnen dann. So, ich hoffe aber auch, dass der Platz wirklich ausreichend ist. Weil dann hätten die nämlich jeweils 2x2 Felder. Die Kühe lasse ich so groß. Ich weiß nicht, ob ich einen Pankuhn zum Schlachter geführt habe oder sowas, weil da ist ja jetzt nur noch eins drin. Ich habe auf jeden Fall zwei Einhörner habe ich zum Schlachter geführt, weil ich mir dachte, das reicht aus. Komm mal du mit, du stehst irgendwie da so auf... Verloren im Posten? Ihr habt doch Futter ohne Ende. Das lasse ich mal liegen, weil da haben wir eh recht viel. So, jetzt brauchen wir allerdings noch den Futterspender für die Spinner, ne? Einhorn Futterautomat, Einhorn Beschwörner, Pangun. Wo ist der? Pangun, Einhorn, Spinnenbeschwörner, hä? Riesenspinnen doch ein Portal zu bestimmen, mal aus den anderen Sachen, ja.
Okay, aber ich muss doch irgendwo einen Futterspender auch haben für die Spinnen. Bin ich jetzt blind oder habe ich den noch nicht? Pangonbeschwörer, Kiste, Sägewerke, Kuhbeschwörer, Schlachthaus, Köder. Okay, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, ob ich das irgendwo in der Quest habe oder sowas. Was ist das da? Ich sollte es gerade. Ja, okay. Hilfe für Nivit. Für den Nachbarn kochen. Keine Ahnung, wie häufig ich dem noch was kochen muss. Pilius braucht exotische Tierproben, um mir beim Bau von Beschwörungsstationen zu helfen. Ich sollte ihm alles bringen, was ich finde. Ja, das Turnier im alten Hafen. Kulinarium-Liga, Rätsel der Hexen. Ich glaube, wir können dann auf jeden Fall das Hexenrätsel lösen hier. Ein Strahl von reinem Weiß aus einem verdrehten Ursprung. Er wird dir zum Verhängnis, wenn du auf ihn fällst. Das wird wahrscheinlich die Spinnenseide sein. Vermute ich jetzt mal. So, aber trotzdem, wir brauchen irgendwie was zum Füttern für die Spinnen, ne? Okay. Machen wir halt einfach mal Spinnenopfersatz. Du bist ja eine Süße. Komm du mal mit. Die ist ja riesig. Ich habe jetzt gedacht, die wären halt maximal die Hälfte so groß. So, komm du mal hier rein. Dann kannst du hier bleiben. So. Und wie fütter ich dich? Das ist jetzt die nächste Sache, ne? Habe ich irgendwas übersehen? Ich weiß es nicht. Muss ich das vielleicht bei jemandem kaufen, aktivieren? Bei den anderen hatte ich es doch einfach dann. Oder nicht? Okay, kann ich noch zum Golem gehen oder ist schon zu spät? Bei dem war ich nämlich noch nicht. Ja. Okay. Dann gehen wir jetzt eben mal schlafen. Vielleicht schnappt sich die Spinne auch das Pangu. So ein gutes Nächtle wünsche ich. Gesamtruf, 910 verdient das Geld. Also Geld kommt genug rein. Also da brauche ich mich überhaupt nicht mehr sonst irgendwie drum kümmern. Man hat eh so viel zu tun hier am Hof. Okay, dann würde ich sagen, wir springen mal ganz kurz auf dich und ach nee, ich kann noch nicht, ne? Das ist noch zu früh. Dann warte mal, dann machen wir zumindest mal vielleicht einen Golfabschlag. Ein bisschen Zeit verlaufen lassen. Dann können wir mal ganz kurz noch zum Golem, bevor ich den wieder vergesse. So. Und dann schauen wir mal, ob ich das irgendwie kaufen kann oder sowas. Ich bin jetzt halt sehr verwundert. So, lad mal. Da guckst du, ne? Jawohl, Dankeschön. Gehen wir mal also entweder hier etwas kaufen. Hier, Spinnenfutterautomat. Okay, dann kaufen wir den natürlich. Was kostet das? 3000. Nee. Das passt schon. So, dann haben wir das. Gleich wieder zurück. Zum Glück läuft einem hier nicht die Zeit weg. Wenn du mal den Tag überspringst, dann ist es auch nicht schlimm, ne? So. Dann kann ich dich mal hier stehen lassen. Hallo Spinne. Gucken wir mal, ob man. Achso, ich muss ja mal gucken, ob ich das Material überhaupt habe, ne? Drei Qualitätsplanken brauche ich da. Vielleicht habe ich da sogar welche. Muss ich mal gucken. Aber ich glaube es nicht. Nee. Die wollte ich mal herstellen. So, und die Qualitätsplanken brauche ich eine Holz- und eine Apfelholz. Okay, wir haben 1, 2, 3, 1, 2, 3.
Ja, und dann nochmal 1, 2, 3. Dann haben wir die drei Bretter. Dann nehmen wir hier noch die drei raus. Dann machen wir die eine Holzplanke. Achso, Apfelholzplanken erstmal. Und dann die Qualitäts. So, dann können wir mal die Hölzer hier reintun, die ich jetzt gerade nicht brauche. Und dann machen wir der Spinne jetzt die Futtergrippe, dass wir eben auch die Ressource von ihr bekommen, ne? Die brauchen wir ja. So, meine liebe Spinne. Ah, das ist zum Glück nicht so groß, das Ding. So, Futterautomat. So, bitteschön, dann kannst du jetzt halt futtern. Futtern? Naja, die wird schon irgendwann fressen. So, bei den Kühen können wir noch mal schnell Milch holen. Also da lasse ich auch mindestens die drei hier, weil wir brauchen so viel Milch. Ich denke mal, das, was wir von der Spinne bekommen. Jawohl. Alles raus damit. Gut, dann können wir gleich noch mal uns drum kümmern. Halt, warte mal, bleib da. Du brauchst ja Eier. Dann nehmen wir uns mal 10 Stück raus, weil das sind immer 2 Eier und 2 Reis waren das, glaube ich. Ich schaue noch mal drauf. Ja, 2 Reis. Auf jeden Fall bin ich ein bisschen hier genervt mit den Feldern, weil ich nicht weiß, warum plötzlich hier Sachen verschwinden. Es sind auch bei den Kartoffeln plötzlich 2 Felder frei da, auch schon wieder. Und ich weiß nicht warum, weil hier läuft nirgends ein Tier. Weil das würde ich ja sehen, wenn hier ein Tier rumlaufen würde. Hier, es fehlt auch eine Tomate. Und da wundere ich mich, warum. Warum ist das so? Keine Ahnung. So, wie schaut es denn hier aus mit den Pilzen? Können wir auf jeden Fall mal ein wenig. Hallo? Auf jeden Fall mal ein paar ernten. Ja, ist okay. Dann lasse ich den eben einstecken. So, dann machen wir gleich noch Spinnenfutter. Erstmal die Tiere versorgen, ne? Das muss auf jeden Fall sein. Und lieber einen richtig schönen dicken Vorrat drin haben. So, also, hungrig bist du jetzt nicht mehr. Du hast was gefuttert. Das ist schön. Jetzt muss ich nur noch abwarten, was ich von dir eigentlich bekomme. So, du hast noch. Die Kühe müssten auch noch gut drin haben. Jawohl, das passt. Und die Einhörner haben wir ja vorhin erst nachgeschaut, die haben ja auch noch. So, raus damit. Dann tue ich dir den Pilz mal in die Tasche. Und dann würde ich sagen, da wir eh jetzt halt gerade nichts machen können. Oh, da ist ein Schild, ne? Jesus. Was kann der denn machen hier? Erweitern. Mal sehen. Glückwunsch, dass du die Spinnen losgeworden bist. Ich kann dir helfen, all das Gerümpel hier aufzuräumen und deinen Bauraum zu erweitern. Nun, dieses Mal bin ich nicht so überrascht. Die halbe Stadt war wegen Squarks Show hier. Er sagt, es wird etwa 20.000 Escudos kosten. Sollte ich mit Jesus sprechen und es holen? Ja, mach. Kommen wir um 45.000. Expandieren wir. Und. Tada! So, und wenn du sowas natürlich vorher nicht weißt. Oh, Alter! Ist das krass groß jetzt? Oh Mann, da kriege ich jetzt richtig Bock, dass ich die Felder nochmal umbaue. Aber ich glaube, die werd ich da lassen. Ich werde nur das mit den Kisten ändern. Ich werde dann wirklich große Kisten da herstellen, dass ich immer genügend Vorrat da habe.
Boah, ist ja krass groß, ne? So, schauen wir mal hier Richtung Dingsi. Es würde mich nämlich jetzt mal interessieren, was hier passiert. Irgendwas Witziges wird mit Sicherheit wieder passieren. Da brauchen wir wahrscheinlich einen Siegelbrecher oder keine Ahnung. Okay, also hier können wir nichts machen. Und da sonst auch nichts. Okay. Der Drache schaut interessant aus. So, ich habe schon seit Wochen habe ich die Map offen bei mir im Internet, den einen Reiter, wo die Map drauf ist von dem Irrgarten, da vorne von dieser Baumzone, von dem Wald, weil ich mir denke, dass wir das bald mal brauchen werden. Ah, da, Spinnenseide. Neuer Gegenstand, Spinnenseide. Wunderbar. So, da ist jetzt natürlich dann die Frage, ob wir die Spinnenseide, weil das wird nämlich das Ding sein, der seidene Faden einer Riesenspinne, eine exotische Zutat und ein starker Draht. Ob wir das jetzt brauchen für die Magier? Ich weiß es nicht. So, wir können mal gucken, ob es hier irgendwelche neuen Rezepte oder sowas dann gibt. Also hier auf jeden Fall nicht. Paniertes Spinnenbein, Überraschung, das war kein Huhn. Okay, also wir können Spinnen dann eben auch züchten und Spinnenfleisch daraus gewinnen. Allerdings müsste ich mir halt dann nochmal einen Spinnenopfersatz machen, ne? Das heißt aber auch, ich brauche Geistoffeln. Eine Kartoffel, zwei Mandragoras. Dann machen wir die jetzt mal. Gerade jetzt nachts kann man ja schön rumbasteln noch. Da sind auch noch vier insgesamt. Jetzt hat noch drei. Dann holen wir uns noch die eine Kartoffel. Wunderbar. Und dann müssten wir jetzt eigentlich genug haben, dass wir uns 5, 10 auf jeden Fall einige Geistoffeln herstellen. Ja, okay. 10 Stück sind es, die wir machen können. Und dann können wir uns auf jeden Fall noch einen Opfersatz herstellen. So, wie war es mit Spinnenfutter, zwei Reis, zwei Eier? Dann tue ich jetzt einmal die Geistoffeln erst raus, dass wir wieder ein bisschen Platz haben, obwohl, aber ich brauche immer drei Geistoffeln für einen Opfersatz. Dann tun wir vier Stück raus. Die anderen behalten wir uns drin. Wir nehmen uns, wie viel nehmen wir denn? 10 Eier, würde ich sagen. So, 10 Stück. Dann 10 mal Reis. Oh Mann, I hate you, ehrlich. Ich meine, klar, das war jetzt halt eh nur noch eine, aber. Oh, habe ich überhaupt genug Samen? Ich glaube nicht, weil dann kann ich den Reis jetzt überhaupt nicht aufbrauchen. 2, 4, 6 Stück. Nee, ich habe nicht genug, um nachzupflanzen. Puh. Aber gut, wir brauchen unbedingt Spinnenfleisch, ne? Also von daher muss ich jetzt halt dann das andere Feld dazu nutzen. Dann machen wir uns jetzt eben noch viermal das da und dann können wir noch mal zwei Spinnen uns holen. So, und wir können jetzt natürlich auch für die Spinnen ein größeres Gehege bauen, ne? Das ist natürlich das andere noch dran. Dann muss ich da doch wieder umbauen. Dann nehmen wir mal alles raus an Holz, bis auf das eine. Und dann gucken wir mal, wie wir das hier am besten
bauen können. Ich würde das dann eben gleich hier hinter dem Schlachterdingsbums machen. Vielleicht kann ich das auch hier so ein bisschen an die Kisten ran. Also da ist es rot, ne? Dann ist es doch wieder grün. Ups, ja, ja. Ist in Ordnung. Dann warte mal, dann probieren wir es mal hier. Dann würde ich sagen, machen wir hier vielleicht eine Tür rein. Weiß nicht, wenn ich dann von da vorne komme, dann kann ich hier direkt, dann kann ich hier direkt reinlaufen, ne, wenn ich da eine Tür her mache. Eine Tür. Dann. Ne, aber größer soll es gar nicht sein. Ne? Ich denke, das ist dann schon groß genug. Ja, ja, ist in Ordnung. Obwohl die schon groß sind, die Spinnen, ne? So, jetzt habe ich kein Holz mehr. Dann hätten wir hier quasi den Eingang. Ja, das ist schon okay. Das ist okay. Und ich würde es aber noch zwei nach vorne bauen. Holen wir uns mal noch ein paar Bäume. Habe ich jetzt zwei oder drei? Drei. Kann ich dich eigentlich auch fällen? Ja. So, und dich auch? Yay. Und der dritte, wo ist der jetzt hingeflogen? Der ist irgendwo weggeschnalzt. Da. So, schauen wir mal, ob das schon reicht. Aber man kommt eigentlich eher von hier, ne? Na, ich lasse die Tür mal drin. Ich lasse die Tür jetzt mal da, wo sie ist. So, hier. Na, das reicht nie. Da brauchen wir mehr Holz. Dann bis daher, dann würde ich sagen, weil die sind ja echt groß, die Spinner, ne? Dann können wir hier nochmal eine Tür hinmachen. Und dann noch einen Zaun. Ja, dann machen wir es lieber so groß, ne? Weil die Spinnen, die sind halt echt riesig. Holen wir uns einfach noch Bäume, ist ja egal, da haben wir ja genug. So, das heißt, wir brauchen noch 1, 2, 3, 4, also 8 Hölzer brauchen wir noch. Ich überlege aber schon, ob ich das nicht irgendwie so machen kann, dass die dann nicht abhauen, wenn ich wieder zu nah am Tor entlang gehe. Bekomme ich wenigstens mal ein bisschen rote Punkte auch. Das ist immer so im Hintertreffen, die Energiepunkte. Bekomme ich zwar auch nur 3 Punkte pro Baum, aber ist okay. So, den fällen wir jetzt auch noch. Den Rest können wir dann wieder in die Kiste packen. So. Komm mal her. Oh, Birch hat auch Hunger. Warum drehst du dich immer, ey? Ich will nicht, dass du dich drehst. Zack. Okay, das sollte doch passen, oder?
Dann haben wir ein großes Gehege für die Spinnen. Aber nochmal groß Umbau machen tue ich nicht. So. Einmal das raus, dann bitte einmal der Abbauhammer. Der Abbauhammer. So, und du kommst dann gleich mit. Put, put, put. Halt, nee, nicht zu den Einhörnern. Die würden dir wahrscheinlich auch schmecken, aber irgendwie sieht sie drollig aus. Na? Komm mit rein. So. Und dann stelle ich den Futteromaten, den stelle ich jetzt da hin. So. Dann Futter wieder rein. Wunderbar. Und dass wir dann unsere ersten Spinnenbeine ernten können, holen wir jetzt halt nochmal zwei Spiders. So. Die müssen ja erst einmal gegessen haben, bevor man sie auf die Plattform führt, ne? Und vor allem, dann kriegen wir jetzt erst einmal auch ein bisschen Spinnenseide von denen. So. Ja, Birch, dir mache ich jetzt dann was zum Essen. Komm mit. Dann kann ich jetzt erst einmal noch Seide ernten am nächsten Tag, bevor ich euch auf die Schlachtplattform führe. Und ich bin mal gespannt, wie viel wir da rausbekommen an Spinnenbeinen. Weil 8 haben sie. Wahrscheinlich kriegen wir dann nur 3 Stück raus. So, Birch, was machen ich dir zu essen? Ich will dich ja auch nicht immer nur die Notrationen futtern lassen. Warte mal, was können wir dir machen? Ich muss auf jeden Fall mal schauen, dass ich noch eine Ratte losbekomme. Ich habe noch 2 Pangun-Eier. Wir haben hier noch, ich will die Satteltasche. Einen Pilz haben wir noch. Ja, da sollte ich doch irgendwas zaubern können, oder zumindest eine Kleinigkeit. Notfalls mache ich dir eben 2 Gerichte. Wir haben auf jeden Fall insgesamt 6 unterschiedliche Zutaten, das ist doch ganz gut. Gucken wir einfach mal, was wir kochen können. Für mich selber tue ich noch nichts kochen. Da habe ich noch nicht die Punkte dafür. So, keine Ahnung. Du hast eh keine Kombination. Von daher würde ich sagen, ich fange einfach mal mit dem Ei an. Ich wollte es auch noch mal ausprobieren mit dieser Soße, mit den Punkten in der Pfanne. So, dann würde ich sagen, tun wir einfach mal, ja, von mir aus den Pilz rein. Und die Ratte leuchtet, dann nehme ich halt die Ratte noch mit rein. Dann haben wir doch auf jeden Fall was Leckeres für unseren Birch. Jawohl. Pangun-Ei Florentiner Art. So, und weil ich nicht weiß, ob das reichen wird, das ist Erdepflanze. Man kann sogar das Ding kochen. Erdepflanze, dann ist es egal, ne? Kein Zahnrad. Schade. Na, ist okay. Bauen wir einfach wieder das Ei rein, den Reis und Einhorn köddeln. So, dann haben wir auf jeden Fall was für unseren lieben Birch.
Wunderbar. Pangunei, Florentiner Art. Nochmal. So, das würde ich ihm aber erst am nächsten Tag dann geben. Und das heißt, ich steige jetzt gleich mal in die Kiste mit euch, dass wir gespeichert haben. Und dann kümmere ich mich noch ein kleines bisschen um den Hof und schau mal, ob ich mir da noch irgendwas anderes einfallen lassen kann bezüglich des Spinnengeheges. Das wäre nämlich ganz nett. Okay, gut. Das soll es dann für heute gewesen sein. Ich hoffe wirklich sehr, dass es euch gefallen hat. Lasst mir doch gerne ein Like da, schreibt mir was in die Kommentare. Nicht vergessen, ein Abo dazulassen, dass ihr keine weiteren Folgen mehr verpasst. Und ich wünsche euch ansonsten noch einen wunderschönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende oder was auch immer. Macht's gut. Ciao, ciao.